Hallöchen, Leute. Ihr seht jetzt hier gerade Maniac Mansion auf meinem C64. Ich habe da nämlich noch ein Problem. Ihr seht hier, es werden Farben angezeigt, es werden Töne wiedergegeben und das geht so. Wenn ich jetzt auf Start gehe, dieses Knacken ist von dem Kettenlaufwerk und das funktioniert noch, läuft. Kann ich das jetzt einmal kurz abbrechen? Das läuft jetzt. Ich melde mich gleich wieder. So. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt muss ich der Seite 2 haben. Das müsste der Knopf sein. Jetzt lädt er auch. Ich soll jetzt nicht hier ums Gameplay gehen. Ja, ja doch. Es geht jetzt nur darum, jetzt könnte ich spielen. Theoretisch. Mach mal weiter da. Ich will das Video nicht zu lang machen. Es geht jetzt darum, jetzt kann ich spielen. Ich habe den C64 gerade frisch eingeschalten. Er ist noch kalt, noch nicht durchgewärmt. So, könnte ich hier spielen und hast du nicht gesehen. Ja, er ist am Laden, ne? Ja. Da geht's weiter und so weiter. Das Ding ist aber, jetzt mache ich ihn aus, jetzt mache ich ihn wieder an und ich lasse ihn jetzt mal so 10 Minuten, Viertelstunde mal so ein bisschen laufen und dann werden wir sehen, dass das Spiel nicht mehr geht. Und dann komme ich auf dem, was ich eigentlich wollte. Ihr habt jetzt gesehen, das Spiel geht. Ich lasse ihn jetzt durchwärmen und dann melde ich mich wieder. Dann bin ich gleich wieder da für euch. So, nun heißt er durchgewärmt. Ich habe jetzt eben schon einen Test gemacht, aber da habe ich was falsch gemacht. Jetzt zeige ich euch, dass Maniac Mansion nicht mehr geht. Ich kann euch zeigen, dass Maniac Mansion drin ist. Das könnt ihr auch auf dem Desktop zeigen. Aber das kann ich auch hier. Maniac Mansion. Geht das noch? Ja, gerade so. So, das kann ich jetzt laden. Das beschleunige ich jetzt einfach mal, bis der komplett durch ist, bis der da soweit ist. Solange mache ich das Mikrofon aus, dann hören wir uns gleich wieder, wenn das soweit geladen ist. So, ihr habt gesehen, das geht nicht. Jetzt habe ich hier einen grünen Rand. Wenn ich jetzt Return drücke oder irgendwelche Tasten, es passiert nichts.
Also irgendwo reagiert er noch, aber das macht er nicht. So, was ist jetzt das Problem? Ja, das wüsste ich auch gerne. Das Problem ist, ich habe da gestern noch rumgesucht, bis um geht nicht mehr. Und habe nur noch rausgekriegt, beziehungsweise wusste, dass es ein Colorram gibt. Und dieser Colorram, der sitzt am WIC-Chip. Und dann habe ich geguckt, was das für eine ist, habe gegoogelt. Nein, die habe ich nie da. Das ist ein 1024-Bit-mal-4 oder so. Den habe ich nicht da. Der hat aber auch 9 oder 10 Adresseingänge. Von A0 bis A9. Also sowas habe ich nicht da. Es ist ein SRAM-Chip. So, jetzt habe ich den Raspi nochmal neu gemacht und dann hatte ich gesucht, wie kann ich diesen SRAM testen. Ich habe ja hier das MEM-Test. Ach, ich habe Shift-Lock drin. Ich habe den MEM-Test. Beim C128 macht er ja auch einen Colorram-Test oder sowas. Der dürfte nicht lange dauern. Hier komm. So. Und jetzt testet er den RAM vom C64. Das ist jetzt hier der C64. 2 oder C, also das neuere Modell mit dem Shortboard, und er sagt jetzt 17.349 bei normal. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal mache, müsste da entweder 43 oder 33 kommen, und das macht er immer wieder im Wechsel. Jedes Mal, wenn ich ranmache, steht da eine andere Zahl am Ende, 43, 49 oder 33, jetzt steht da 43, eben stand da 49. Wenn ich jetzt nochmal ran mache, könnte wieder 49 stehen, beziehungsweise 43. So. Und da habe ich gegoogelt und gemacht, wie kann ich diesen Dings testen. Steht hier 49. So, jetzt gehe ich auf den Desktop. Da muss ich mal kurz was vorbereiten. Da habe ich nämlich schon was gemacht. So, ja, passt. So, jetzt gehe ich auf den Desktop. Den machen wir weg. Ihr seht hier, ich habe den Emulator on. Und ich habe hier was gefunden. Basic Test for Colorram. Da hat einer ein Basic-Programm geschrieben. Den Namen blöre ich mal kurz weg. Oder die Namen sowieso. Aber das ist ein Basic-Programm, das habe ich abgetippt, das habe ich ausgeführt, es funktioniert. Das habe ich auch nochmal abgespeichert in einer in einem Disk-Image. Das heißt hier Colorram-Test. Das ist das Programm, das habe ich selber abgespeichert, damit ich das nicht jedes Mal tippen muss. Wenn ich das einmal lade, jetzt muss ich jetzt mal überlegen, das war hier so. Die Tastenbelegung ist hier anders unter dem Emulator. Ich kann es auch umstellen. Und dann füllt er den RAM, den S-RAM, den Farbram mit den ganzen Farben. Dass das auch so ist, lass den mal laufen, ist hier die Speicheradresse 55296 bis 96295. Ihr seht hier oben schon Farbe Wiki. Der Farbspeicher kann man den Bildschirmern halt pro Zeile direkt angesprochen werden mit Poke sowieso. Und der Bereich ist hier 55296 bis 96295. Das ist da auch angegeben und er wechselt das jetzt durch, bis alle Farben durch sind. So, ich mach mal hier einen Break. Das Programm habe ich schon auf dem Raspberry Pi Dings drauf, dass ich das hier auch hier machen kann. Das werde ich jetzt einfach mal laden.
da seht ihr das schon, Color RAM Test. Das ist jetzt geladen. Sonst müsste ich das abtippen, das ist ein bisschen blöd. Den C64 starte ich neu, also einmal ausschalten, wieder anschalten. Hat ja keine Reset-Taste. Jetzt kann ich das Programm hier auch starten. Das dauert nicht lange, das ist ja ein winziges Programm. Und jetzt füllt er den Bildschirminhalt und testet den RAM. Das hat er gestern bei mir nicht gemacht, das ist Vorführeffekt. Da blieb er nur auf blau und hat nichts weiter gemacht. Da ist er dann gleich abgebrochen auf sowieso. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt hier läuft, aber es müssten jetzt schon eine halbe, dreiviertel Stunde sein, wo er jetzt hier läuft und schon was gemacht hat und hast du nicht gesehen. Ich mache jetzt hier auch mal einen Break. Das dauert relativ lange, bis das durch ist. Der RAM scheint aber in Ordnung zu sein. Nur ich kriege die Spiele nicht geladen. Und ich bräuchte jetzt noch was und das suche ich jetzt mal schnell raus. Ich bin dann gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und zwar bräuchte ich so eine Test- oder Diagnose-Cartridge, wie auch immer. Hier steht jetzt 1390. Damit kann man der ganze Ding testen. Haben wir jetzt hier irgendwo was noch, was da noch steht? Keine Ahnung. Jedenfalls könnte ich das ganze Ding testen. RAM-Test, RAM-Test, PLA-Test, Color-RAM und so weiter. Ich mache mal das Bild größer. Ich brauche in dem Sinne so eine Test-Cartridge. Ihr habt gesehen, was das Ding kostet, 14 Euro. Ich habe ich im Moment nicht. Und zwar vermute ich, dass bei mir der PLA defekt ist. Logic Array oder sowas. Das ist Custom Chip von Dings. Da gibt es auch Ersatz. Die sind relativ teuer. Kann ich gleich mal suchen. Dann zeige ich euch mal, glaube ich, wie teuer die Dinger sind. Ich denke mal, der hat nämlich ein kleines Problem, weil der nämlich, glaube ich, auch die Daten von der Diskette einliest und wie auch immer. Ich kann sonst nur Rätsel raten, was hier an meinem C64 kaputt ist. Die gleichen Tests mache ich gleich nochmal am C128. Dazu muss ich aber alles umbauen. Das mache ich hier off-cam. Es geht jetzt eigentlich nur um mein C64, damit der erstmal ordentlich funktioniert, damit ich referenzieren kann, dass der C128 im C64-Modus auch hinhaut. Sonst ist hier das wirklich komplettes Rätselraten. Was ist hier was? Was ist hier kaputt? Ich habe erst gedacht, bei mir wäre der RAM-Test kaputt, der Color-RAM, weil das nicht will, aber durch diese Testgeschichten sehe ich, der RAM kann es nicht sein. Er zeigt Farbe an, er kann die ganzen Farben darstellen. Ich schätze mal, der PLA hat einen weg, dass der irgendwo was hat. Oder irgend so ein anderes IC hier, die CIEs oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen, was da kaputt ist. Das ist Rätselraten ohne so eine Cartridge. Ihr seht, 13 noch was. Das ist C128, geht auch. Die gibt es auch noch mal anders. Und jetzt gucke ich noch mal C64. Achso, ich muss den auch machen. C64 PLA. Commodore Ersatz PLA. Das ist die GAL 20V8. Ich weiß jetzt nicht, ob die genauso funktionieren, weiß ich nicht, aber das ist Großbritannien. Circa 10,57 Euro. Aber Versand, naja gut, weiß ich nicht. Ich kann ja mal Artikelstandort, ich werde meinen Namen natürlich da mal rausblenden. Kommen wir da mit Ersatzmodul. Weil nicht wundern, das war die Fernbedienung vom Fernseher, die ist da gerade runtergerutscht. Ähm,
kann man so sagen, 20 Euro. Gibt es den hier auch noch neu? Swinsit, ja, Tastaturen. MOS PLA-Chip für Commodore 22. Also ich habe die Gelder nicht dafür. Und das ist jetzt auch nur wieder Rätselraten, ob es wirklich der ist. Das sind diese, das ist die GAL-Version, die GAL. Was steht hier? Paar Chips GAL 20V8. Das müssten auch EEPROM-Geschichten sein. Nochmal Datasheet. Nochmal hier. High Performance Generic Array Logic. Ja, Array Logic. Programmierbare Array Logic. Array Logic. Ihr wisst, was ich meine. Egal. Scheiß Englisch. Sprechen ist dämlich. Lesen kann ich es, aber sprechen kann ich Englisch nicht wirklich gut. Ich glaube, das hat man in einem Video gemerkt. Aber ihr seht, was die ganze Geschichte kostet. Cartridge Doktor, was weiß ich, hier 13,90, 13, 14, 15, 16, 17 Euro teilweise die Cartridge-Geschichten. Bräuchte ich dann theoretisch auch für Dings den C128, um da genauer zu sehen, was ist kaputt. Dann war noch der Swinsit oder wie auch immer. Oder Arm-Sit. Ja, Swinsit. Ich kriege hier nur den Swinsit oder wie er heißt. Ja, die habe ich mir beobachtet. Großbritannien, der ist aus Deutschland, 15 Euro. Ist ein Sit-Ersatz für den C128 jetzt in dem Sinne. Also, im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich brauche ungefähr 80 Euro, um hier nur das, was jetzt in Anführungsstrichen defekt ist, wo ich weiß, was defekt ist, um das erstmal zu ersetzen. Und dann ist noch nicht mehr gesagt, dass es auch noch alles wieder hinhaut. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Das Fahrzeug, das macht er, da habe ich das gefunden, das macht er ja. Aber ich kriege die Spiele nicht geladen. Nachdem der eine Weile gelaufen ist, laufen die Spiele nicht mehr, wenn der warm geworden ist. Und das kann der VIC-Chip sein. Der VIC-Chip direkt, der Video-Interface-Controller. Das weiß ich nicht. Das kann der sein. Das kann der PLA sein beim C64. Das kann noch was anderes sein, aber das ist alles nur Rätselraten ohne diese ganze Geschichte. Das wollte ich euch mal zeigen. Dass ich hier wirklich mache und tue und teilweise hier am Verzweifeln bin. Mal läuft das Spiel nicht und man weiß, ich wusste nicht warum, wieso, weshalb. Ich konnte es doch laden, das lief doch, ich konnte spielen. Und beim nächsten Mal ging es nicht mehr. Zack McCracken zum Beispiel kriege ich gar nicht zum Laufen. Egal ob der gerade kalt ist oder warm ist oder sonst irgendwas, ich kriege das nicht. Das liegt gar nicht an dem Pi 1541, das liegt am C64. Was eine Scheiße. Ne, aber das war jetzt so das, was ich sagen wollte. Ne, lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauche eine Test-Cartridge. Ich brauche anscheinend wohl einen neuen PLA oder einen neuen SRAM. Ich weiß es nicht. Farbram. Oder einen neuen VIC. Ich weiß es nicht. Für den C128, da brauche ich jetzt den VDC-Chip, weil der wahrscheinlich kaputt ist. Oder ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kaputt ist, weil der RAM ist es nicht, den habe ich ja schon getauscht. Nur ich kann nicht immer hier alles auf Verdacht tauschen, machen und tun und kriege es trotzdem nicht hin. Ich habe hier keinen riesen Fundus mit diesen ganzen alten Zeugs, habe ich nicht. Es war jetzt immer Glück, dass ich gerade diese eine Grafikkarte davon, was weiß ich, wo aus der 80er hatte, wo noch der RAM drauf war, dass ich das testen konnte, aber der RAM war es ja nicht. Gut. Nee, aber dann danke fürs Zugucken. Was soll ich sonst noch sagen? Ich möchte gerne eine funktionierende Maschine. Eine Maschine, die wirklich komplett durchfunktioniert. Wenn ich meinen anderen C64 finde, den ich noch habe, den ich irgendwo 2020 mal gezeigt habe, glaube ich hier auf dem Kanal. Müsste 2020 gewesen sein.
Der hat da noch funktioniert. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt wiederfinde, ob der überhaupt noch hinhaut. Das weiß ich auch nicht. Nachher hat der auch noch wieder irgendwas kaputt gegangen. ZIP vielleicht kaputt, WIC vielleicht kaputt, irgendein CAE kaputt, PLA kaputt. Die Dinge sind sowas von anfällig, dass da irgendwas einfach nur durchs einfache Rumstehen kaputt geht. Die Netzteile, die dabei sind, die müsste ich auch noch aufmachen. Muss ich auch noch mal gucken, ob die jetzt wirklich noch die Spannung haben oder nicht aus Versehen 24 Volt oder was auch immer die rausschmeißen, Wechselspannung auf die 5 Volt Schiene schmeißen und das Ding komplett abraucht. Das ist nämlich auch möglich. Die Dinger gehen nämlich auch kaputt, auch nur durchs Rumstehen und. Ich habe hier im Moment keinen einzigen wirklich funktionierenden, also wirklich komplett durchfunktionierenden, ohne Fehler funktionierenden C64, C128 habe ich nicht. Es ist scheiße für mich. Ich sage nicht, ihr sollt jetzt mir alles kaufen und machen und tun, das sage ich nicht. Ihr könnt es gerne machen für euch, wenn ihr das entscheidet. Ihr möchtet mich da mehr helfen, dann macht es. Aber ich will nicht, dass ihr das macht. Also ich fordere euch nicht auf, das zu machen. Das will ich nicht. Das ist eure Entscheidung. Das macht, wie ihr möchtet. Das ist mir sowas von relativ. Ich werde hier wohl bis zum Jahresende oder bis Mitte nächsten Jahres mit verbringen, die ganze Geschichte irgendwie alles an Teilen ranzukriegen, die ich brauche, um die zwei Kisten, die ich hier habe, zum Laufen zu kriegen. Beziehungsweise den C64 komplett zum Laufen zu kriegen und den C128 so, sagen wir mal, 90% komplett wieder zum Laufen zu kriegen. Da ist immer noch das Diskettenlaufwerk, was ich noch nicht testen kann, ob das noch hinhaut. Und da gehe ich von aus, dass das wohl zu 95% nicht mehr reparabel ist. Gehe ich von aus. Die Chance besteht, dass es noch funktioniert, dass es auch noch so funktionieren kann. Aber Hoffnung mache ich mir da absolut keine. Ich habe schon den jemanden geschrieben, was ich vorhab. Ich will da vielleicht ein 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk einbauen. Wie ich das mache, wie genau das funktioniert, sage ich dann auch noch mal, wie genau ich das vorhab. Denn wenn ich das schreibe, verstehen die Leute nicht, was ich da vorhab. Das geht nicht, das kannst du nicht machen, das ist dafür nicht ausgelegt. Blibla, blub und hast da nicht gesehen. Ihr wisst ja gar nicht, wie ich es vorhabe. Es ist machbar. In meinen Augen ist es machbar. Was ich schon mit dem Diskettenlaufwerk angestellt habe, das hätte sich doch keiner träumen lassen. Guckt mal auf meinem Kanal von 2014, da habe ich, müsst man googeln auf meinem Kanal. Mir ist ja gut da draußen. Sucht mal auf meinem Kanal Diskettenrekorder. Sucht mal, das ist von 2014 auf meinem Kanal. Das ist eins der ersten Videos, die ich noch online habe. Diskettenrekorder. Dann wisst ihr, was ich mit dem Diskettenlaufwerk angestellt habe. Und dann wisst ihr auch, dass ich eigentlich weiß, wie man das eventuell in diesen C128 vielleicht rein adaptieren könnte. Nur mal so am Rande gesagt. Nee, aber jetzt gut vom Zappeln, blabli. Mein C64 funktioniert auch nicht, den ich jetzt vor kurzem gekauft habe. Der hat auch noch ein Problem, zumindest wenn er warm gelaufen ist. Spannung ist es nicht, sage ich euch gleich. Ich habe hier ein Labornetzteil dran, die Spannung ist auf 5,19 oder 5,20 Volt eingestellt. An den ICs liegen 5,07 Volt an. An allen ICs. Bei einem ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, aber alle um die 5,1 Volt. Zwischen 5,0 und 5,1 Volt. Das ist genau die Spannung, die diese ICs brauchen. Sie bricht nicht zusammen, wenn ich das Ding belaste und, und. Das ist nämlich diese Kabelkompensation, die ich da drin habe, Übergangswiderstandskompensation, dass ich da 5,2 Volt reinschicke und am Ende kommen da noch 5, an die 1, 5,1 Volt an. Das ist noch tolerabel. Ich glaube, 10% können sie noch gut ab. Das sind ja 0,5 Volt in etwa bei 10%. Also 5,5 Volt könnte ich die theoretisch alle belasten. Mache ich aber nicht. So gesehen, ich habe das schon ausgetestet, ausgemessen, unter Last.
Die Spannungen bleiben an den ICs soweit stabil. Mit dem Oszilloskop habe ich jetzt nicht drauf geguckt, ob da noch irgendwo eine Störspannung drauf ist, die eventuell Bytes kippen lässt oder was. Das habe ich noch nicht, aber ist eigentlich unwahrscheinlich, dass Labornetzteil hat eine saubere Spannung, die ist irgendwo was bei 0,1 Volt Ripple oder sowas, keine Ahnung. Das ist sehr sauber, da sind die originalen Netzteile weitaus schlimmer. Das kann ich gleich mal so sagen, die sind weitaus schlimmer und so anfällig und so sensibel sind die Kisten jetzt auch nicht, dass die auf 0,1 Volt Ripple so extrem empfindlich reagieren. Das ist eher Arduino oder sowas, Raspberry Pi, die sind da schon ein bisschen empfindlicher. Aber nicht diese alten 80er Kisten, die sind noch nicht so sensibel, sag ich mal so, auf ein bisschen Ripple auf der Leitung. Sie sind zwar sensibel in der Spannung, dass die Spannung ein bisschen konstant sein muss, aber auch da ist noch Toleranz ein bisschen hin und her. Beim Raspberry Pi ist es, wenn du 3,3 Volt Pin drinne hast und du gibst den 5 Volt, ist er durch. Das ist, dass die Dinger, die sind wirklich sensibel. Raspberry Pi, ja, Arduino, der 5 Volt Eingang, der kann auch noch mal vielleicht mal 5,5 Volt vertragen, aber darüber wird es dann schon kritisch, dann geht der Eingang auch kaputt. Also die neuere Elektronik ist sensibler auf Spannung als die alte Zeug, als das alte Zeug. Das nur mal so nochmal am Rande so. Aber jetzt genug gesappelt. Video ist lang genug für das, was ich eigentlich zeigen wollte. Ich kann es nicht kurz halten. Ist mir echt unmöglich. Gut, dann danke fürs Zugucken. Vielleicht komme ich nochmal, wenn ich selber mir nochmal was dafür gekauft habe oder noch was rausfinde, was kaputt sein könnte. Komme ich noch mal mit einem Video. Es kommen sowieso noch Videos darüber. Über die Geschichte. Ich versuche das gleich noch mal am C128, was der sagt, so von diesem Test hier, von diesem Colorram-Tester. Aber das zeige ich jetzt nicht noch mal extra. Das wird wahrscheinlich genau dasselbe sein. Da wird auch alles in Ordnung sein. Da wird nur der VDC irgendwie was haben. Na gut, dann danke und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ach so, ein Daumen hoch würde mich wirklich freuen. Vielen Dank.